Willst die Größe der Schrift zum besseren Lesen in Outlook vergrößern oder verkleinern und das vielleicht auch noch dauerhaft, dann bist du hier richtig. Wenn du in Outlook den Lesebereich einer E-Mail hast, dann kannst du einfach, indem du die Steuerungstaste drückst und das Mausrad nach oben zum Vergrößern oder auch nach unten zum Verkleinern drehst, die Größe dieser Schrift ändern. Wenn du die E-Mail aufmachst, geht es genauso. Rad nach unten bei gedrückter Steuerungstaste, der Text wird kleiner, Rad nach oben, er wird größer. Übrigens, Steuerung und Plus oder Steuerung und Minus, so wie in anderen Programmen, funktioniert hier nicht zum Vergrößern und Verkleinern der Darstellung. Das Ganze läuft ja auch unter dem Begriff Zoom und da habt ihr hier die Einstellung für den Zoom. Beziehungsweise im Lesebereich ist sie ganz hier rechts unten, da wo jetzt die 160% steht. Und was jetzt wichtig ist, und das seht ihr, hier ist zurückgesetzt, ich mache nochmal auf, dann seht ihr, hier ist auch zurückgesetzt. Ihr könnt nur über die Schaltfläche zoomen oder hier beim Lesebereich über die 100% zoomen, sagen, dass ihr eure Einstellungen speichern wollt. Und das mache ich jetzt mal. Und dann stelle ich mal, damit wir das gut sehen, auf 200%. Und wenn ich jetzt eine E-Mail aufmache, dann ist die E-Mail auf 200%. Und wenn ich im Lesebereich lese, ist es auf 200%. Allerdings könnt ihr jetzt den Lesebereich und die geöffnete E-Mail nicht getrennt voneinander einstellen. Um jetzt sofort noch mehr von diesen kompakten Quicktipps zu sehen, klickst du direkt links neben mir auf die Playlist. Dort findest du Quicktipps zwischen einer knappen Minute und 2,5 Minuten. Über mir findest du Vorschläge von YouTube und eine Playlist mit all meinen Outlook-Tipps. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und bis zum nächsten Video. Euer Arno. Ciao.